Was soll man aktuell machen? Der Dow Jones Index ist gar nicht so schlecht gestartet. Wir sehen das hier am ganzen rechten Rand hier. Sehen wir eine Kerze im Moment, 15 Minuten Chart. Also wir sind positiv unterwegs nach dem Schluss, der hier unten war. Sind wir aktuell ein deutliches Stück höher, 24.350 in etwa. Da pendeln wir im Moment gerade hin und her und das ist zumindest mal kein Zeichen von Schwäche. Dabei könnte es eigentlich so einfach sein, denn das Bild, was ich charttechnisch also typisch in den letzten Tagen immer mal wieder drangebracht habe, was bei den Indizes immer noch möglich ist, sieht aber zumindest bei den Futures, also bei den 24-Stunden-Märkten, nicht so toll aus. Was machen wir denn damit? Da schauen wir es uns mal an. Einmal ganz kurz den Blick auf den Dow Jones Index. Dann sehen wir Schub runter, ABC hoch. Wir hätten immer noch eine gute Chance hier auf den Zwischentiefs, entweder ein bisschen aggressiver auf diesen Zwischentiefs hier short mit reinzukommen und zu sagen, ah, wir versuchen es einfach mal, wenn es geht. Oder aber man bleibt im, ich sag mal, etwas größeren Bild. ABC und sagt sich, okay, das letzte Zwischentief, das wäre für mich dann der Trigger hier symbolisiert durch diese horizontale Linie, was ebenfalls dann ein Klassiker wäre. Das passt auch zum deutschen Markt, denn dort haben wir auch die Schubrichtung. Wir haben hier im 15-Minuten-Chart zum Beispiel dieses Zwischentief jetzt hier im kleinen, beziehungsweise im etwas größeren hätten wir dann ebenfalls das Zwischentief, was sagen wir mal korrespondiert mit der Idee beim Dow Jones. Hier auf mittlerer Ebene 10.600 wäre das jetzt hier dann eben reinzugehen. Ganz grob gesprochen kann man also sagen, 10.800 vielleicht als Lostreter für die Shortseite beim DAX, beziehungsweise 600 im großen Bild. Und der Dow Jones eben ein bisschen tiefer, wenn ich das hier mal quantifiziere. Nein, Quatsch, 23.662 in etwa. Oder aggressivere Varianten, die vorgezogenen Zwischentiefs, zum Beispiel 24.060. Ja, aber was ist davon zu halten? Das wäre eigentlich logisch, würde auch in unsere Überlegungen super reinpassen. Aber der Markt muss es tun. Und wenn man auf die Indizes guckt, dann stellen wir fest, das passt alles irgendwie noch nicht so richtig. Ich mag die Zählung gar nicht mehr sehen, so in der Form. Also sie passt so jetzt natürlich nicht mehr so richtig, wenn der Markt so steil nach oben geht. Was haben wir denn aktuell von den Märkten zu halten? Ich will es mal kurz machen, da könnte ich sicherlich eine Stunde drüber referieren. Aber ich denke mal, sehr stark ist im Moment der Effekt, dass keiner so richtig weiß, wie es weitergeht und man irgendwo mit dem Geld hin muss. Ja, in Bonds? Viele fragen mich, was soll ich denn jetzt machen? Was ist sinnvoll? Ich möchte eigentlich gerne Geld, weil ich Angst habe, auch in der aktuellen Situation, wo es doch theoretisch deutlich nach unten gehen müsste mit der Wirtschaft. Die Arbeitslosenzahlen sind bedenklich, die Pleitezahlen deuten sich schon an. Wir haben jetzt Zahlen bekommen, ThyssenKrupp ganz doof dagestanden, hier in Japan Toyota beispielsweise und Honda mit doofen Zahlen, nur um jetzt mal zwei zu nennen. Also da ist eine Menge Ärger mit dabei. Wir spüren das. Trotzdem allerdings sagen viele, ich hätte es dann doch gerne in Materialien, also in Aktien, nicht in irgendwelchen komischen Bonds, die nachher dann, wenn dann wirklich mal ein Problem auftritt mit der einen oder anderen Währung, nachher ja auch nichts mehr wert sind. Also schmeißt man die Liquidität, die man dann jetzt hat, wieder in die Aktienmärkte zurück. Und das lässt gerade die Bullen so stark erscheinen, auch wenn die Stimmung nach wie vor eigentlich nicht so toll ist. Generell gesprochen kann man das, denke ich, sagen. Für die Aktienmärkte sind sie oftmals besser von der Ankündigung. Und wir sehen es ja hier im Chart auch, dass der Markt einfach den Druck nach unten nicht aufbauen kann. Trotz alledem würde ich mich nahezu festlegen, also wir müssen es ja Gott sei Dank noch nicht, auch hier gilt das Prinzip erstmal triggern lassen. Der Markt soll es auch zeigen, dass er es will. Deshalb zeichne ich hier auf der Unterseite immer mal wieder so Linien ein, wo ich sage, das wären mögliche Trigger, um dann eben zu sagen, dann geht's los, jetzt vor Schusslorbeeren da ins Feld zu führen und zu sagen, ah, da macht er jetzt schon. Das ist immer so ein bisschen kritisch und gefährlich. Deshalb würde ich mich da doch sehr zurückhalten. Solange der Markt es nicht macht, muss man ihn auch nicht zwingen. Also, man sieht schon, der Markt, er traut sich nicht nach unten. Es ist allerdings eher die Angst, nämlich einerseits die Angst, dass das eigentlich Böse Ungemach noch folgt und dann hat man doch lieber einen Anteilsschein an einem Unternehmen als irgendwas in Geld oder geldähnlichen Werten. Das als Punkt 1. Und das zweite ist, man hat Angst, dann eventuell sogar die Rallye zu verpassen. Ich lese das immer wieder, gerade bei den privaten Anlegern, die sagen, um Himmels Willen, ich darf doch jetzt das nicht verpassen. Jetzt habe ich doch schon dieses Stück verpasst. Es ist ein Drama. Klassisch ist es zumindest mal.
nicht, dass das sich dann auch entsprechend gut dann ausgeht. So, mit was soll man jetzt den Tag beschließen? Ja, eigentlich nur, man muss abwarten, ob man getriggert wird. Das ist das, was der Händler typischerweise macht. Sich das Ganze bestätigen lassen, nicht irgendeine Bewegung vorwegnehmen, sondern eben sagen, das wäre das Typische und dann entsprechend seine Marken daraufhin anpassen. Ich beziehe mich mal weitestgehend auf die Indizes. Da ist es zumindest mal ein etwas klareres Bild, was die Überlegung angeht und ob man das dann im Einzelnen dann in den Kursen, auch in den Intraday-Kursen dann wieder sieht, das werden wir dann eben abwarten müssen. So viel Geduld muss offensichtlich sein an den Märkten. In diesem Sinne drücke ich die Daumen für die jeweils richtige Entscheidung im Markt und hoffe, dass wir uns gesund und munter morgen wiedersehen. Vielleicht wissen wir bis dahin ja schon mehr.